Ei! Oh! Oh! Okay, fest! So, Hamburg, erneut. Alter, ich bin richtig stoked. Es ist verfickt nochmal richtig, richtig kalt. Ich habe mir so eine Thermounterwäsche schon noch angezogen. Patte ist heute leider nicht dabei. Aber dafür Felix, der kommt gleich noch. Wir treffen uns jetzt hier in der Kärntner Hütte. Und bevor Felix kommt, will ich mir nochmal, weil das Ding ist, Felix kennt die ganzen Strecken hier. Das ist halt mein Tourguide. Es gibt aber auch diese App Trailforks. Blende ich euch hier mal ein. Das Logo. Da sind deutschlandweit und österreichweit und eigentlich weltweit, muss man sich verschiedene Karten runterladen und hat dann halt so diese normalen Local Trails, die nicht, keine Bikeparks unbedingt, sondern wirklich, ja, wie soll ich denn sagen, normale Local Strecken halt. Und ich habe jetzt mal 40 Minuten Zeit und ich versuche jetzt mal schnell den Berg hoch zu radeln und mal nur nach der App zu fahren und mal gucken, ob ich da eine Strecke finde. Mal schauen. Wir sehen uns auf dem Trail. Trailforks haben wir und da sehe ich jetzt, genau, ich bin jetzt hier und hier gehen schon die ersten Strecken los. Das heißt, ich werde erstmal hochpedalieren und versuche mal hier Kärntner Trail, vielleicht den Kärntner Trail zu erwischen, weil der ist relativ nah beim Parkplatz. Weil, wie gesagt, Felix ist ja auch schon auf dem Weg hierher. Ich würde sagen, einfach mal geradeaus und dann irgendwann links. Also ich denke mal, das Hauptproblem bei dieser ganzen App-Geschichte ist, wenn man die ganze Umgebung nicht kennt, dass man da halt wirklich den Anfang vom Trail erstmal finden muss. Ja, weil das GPS ist teilweise auch ein bisschen ungenau. Ja, muss man mal ein bisschen Augen offen halten. Mal schauen. Also ich würde sagen, das sieht schon mal richtig gut aus, ne? Laut App bin ich hier richtig. Ich würde sagen, wir gucken uns den Bums mal an, ne? Ja gut, die ersten beiden Abfahrten haben schon ein bisschen Spaß gemacht. Der Trail war jetzt auch sehr leicht zu finden. In 5 Minuten kommt Felix. Den hole ich jetzt erstmal ab und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, und wie versprochen, Felix ist endlich da. Pünktlich wie die Mauer, nur 1,5 Stunden zu spät. Der Penner. Dann haben wir noch Wichert getroffen. Neu dazugezogen nach Hamburg, auch sein erstes Mal hier mit dem Hardtail unterwegs. Ja, Felix, der Local, guidet uns jetzt erstmal zum ersten Spot. Und dann schauen wir mal, was abgeht.
Wo geht's denn lang hier? Alter, ist das eine matschige Pampa? Boah, ich seh nichts. Alter. Oh. Ach so, ja, ja. I don't left hurt him. Butterflies I never thought I'd feel before I can see you right there. Oh. My legs went weak. My head spinning. And trying to geil, Alter, mit dem E-Scooter durch Hamburg. Durch Hamburg zieh die ab zur Sternschanze. Gib ihm!